krass, Alter. Ich komme so nach Hause und ich merke, irgendein Witzbold hat wohl das Schloss ausgetauscht. Ich komme nicht mehr in die Wohnung rein. Super strange. Also was heißt die Wohnung? Ich komme nicht mehr ins Haus rein. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss warten, bis jemand kommt, glaube ich, ja? Ich bin jahrelang mit diesem Schlüssel in dieses Haus gekommen und auf einmal... Alter, nervt. Ich liebe Auspacken und Unboxing-Videos. Also, lass mal gucken. Yes, sir! Das ist diese Effekt Sonderedition, dieser Energy Drink. Den gibt es in Deutschland, glaube ich, in dieser Form nicht zu kaufen. Da gibt es nur die normale Edition. Die Sonderedition ist ziemlich selten. Kommt, soweit ich weiß, aus Polen. Und werde ich gleich auf jeden Fall mal probieren. Ich muss sagen, diese Effekt-Sonderedition, das ist übrigens die Xbox-Sonderedition, ja, die in meinem Adventskalender war, die schmeckt echt gut. Die schmeckt viel weicher und weniger sauer als das normale. Also echt zu empfehlen. So, genug Energy getrunken. Ich gehe jetzt los, ein paar Weihnachtseinkäufe machen. Weihnachten steht vor der Tür. Yo. Du bist der Krasseste, yo. Du bist der Beste, yo. Ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem Weg. Ich hoffe, aha, dass du ein sehr, sehr berühmter Blogger bist. Dankeschön. Und ich will nur sagen, Damus. Damus? Er fragt, hast du Geburtstag? Hast du Geburtstag? Nein, Bruder. Ich hab Geburtstag. Er hat morgen. Leute, ich hab morgen Geburtstag. Feri hat morgen Geburtstag, ja. Er ist fix. Wer ihm gratulieren will, sag mal dein Insta. Gibt's nicht. Aber hey! Dann soll die mich abnehmen. Mertiano, 76, die Cristiano. Den kennt ihr ja schon. Mach mal zoom in mein Gesicht. Okay, warte. T-Rex. Oh, das sieht böse aus. Aber ich mach nicht so mit Handy mit, wie du. Wann fängst du an? Ich mach mit dieser Rode. Kennst du Rode? Mikrofon? Rode. Den Spieler? Rode? Ja. Sebastian Rode? Diese von 16 Mars, diese Rode. Raute. Rode, Mikrofon. So, die Marke. Das dran. Ach so, ja. GoPro. Nein, Rode. Und dann noch mit dieser Canon Kamera. Ja. Guck mal, wir haben ein Torjubel. Soll ich euch mein Torjubel zeigen? Okay, zeig mal euren Torjubel. Sepautica! Ich schwöre, ich habe in Berlin noch nie so einen Nebel gesehen. Unglaublich, man sieht ja nichts. Man denkt, man ist mitten auf dem Land. Die ganzen Lichter sind gar nicht zu sehen. Guck mal in die Richtung. Das ist eigentlich normalerweise der Potsdamer Platz. Ich bin am Gleisdreieck. Da sieht man immer alle Lichter vom Potsdamer Platz. Es ist einfach komplett dunkel. Warte. Flo hat gerade schon gekocht. Wir haben schon gegessen. Und jetzt kommt er noch mit Torte um die Ecke. Also hier ist Full Service. Jetzt bereitet er die Torte vor. So eine große Schwarzwälder Kirschtorte. Gleichzeitig gucken wir Fußball. Aber man muss dazu sagen, heute sind in der Champions League die langweiligsten Spiele. Ich weiß nicht, was passiert ist. Warum? Die
Warum haben wir keine Torte? Da steht, da muss 3 bis 4 Stunden auf Zimmertemperatur so liegen lassen. Ja. Das war's wohl mit der Torte. 3 bis 4 Stunden. Wir können vielleicht als Eistorte essen. Eistorte gibt's auch. Banderole am Tortenrand entfernen und bei Zimmertemperatur 4 Stunden auftauen lassen. Ich schneide mal ein Stück raus. Willst du das dann in die Mikrowelle machen, das Stück? Oder was? Nein, ich will gucken, ob man es gefroren essen kann. Es gibt auch Eistorte, ja, die kann man gefroren nicht, essen. Das kann man nicht gefroren essen. Sagt der Tortenspezialist. Da steht... Richtiger Deutscher. Da steht, da kann man nicht gefroren essen. Also sonst würde da ja stehen, Eistorte. Das ist geschafft. Damit kommst du niemals durch. Weich wie Butter. Tor! 4-0. Scheiße, 4-0. 4-0. Sepautica! Wir sind bei Cosimas Geburtstag. Das Gute bei dir ist aber bei der BBB, dass du immer noch für einen Modul zahlen kannst, wenn man so Toilette. Und Alex ist das Buffet leer. Aber ich meine, aber ich würde die halt gerne ein bisschen verschieben. Ja, ist jetzt nicht so. Und da und so. Und ja. Im Hotel auch so übernachten. Ja, und da ist, was man dazu heutzutage so. Also. Es war die Nachtigall, nicht die Lerche. Was ist das? Vogel. Essen. Märchen. Vogel. Gedicht. Das, was, woher kommt das denn? Melodie, Lied. Ach, von was für ein Nachtlied kommt das? Oh. Scheiße. Also mein Lied,